Ja, also wir waren 1991 das erste Mal in Kenia mit einer Workcamp-Gruppe. Das heißt, wir haben mit einer Gruppe Jugendlichen einen Arbeitseinsatz in Nairobi gemacht. Also dann im Slum schon oder in dem Matare, Kinderprojekt in Matare in in dem. Matare North, also in dem, wo es noch die Steinhäuser hat, da die Pfarrei St. Benedikt zusammen mit dem Kolvingwerk ein Grundstück erworben. Das Kolvingwerk hat da ein Hostel draufgestellt. Das war ursprünglich mal gedacht als Wohnung, Wohnheim für Auszubildende im Benediktinerprojekt, wie die WC. Dieses Projekt von den Benediktinern ist allerdings im Verlauf der Veranstaltung gescheitert. Also das existiert meines Wissens nach momentan nicht mehr. Und dieses Kolbing Hostel wird jetzt als normales Mietshaus vermietet und dient als einnahmenschaffende Maßnahme fürs Kolbingwerk in Kenia. Aber für das Kolpingwerk und nicht für St. Benedikt. St. Benedikt hat auf dem gleichen Grundstück inzinzwischen nochmal eine zweite Kirche aufgebaut, St. Stephen, die sich quasi mehr oder weniger, die ihren eigenen Einzugsbereich inzwischen in den Matare hat. Und es sind verschiedene, ein Kindergarten ist da jetzt noch mit drin und verschiedene Handwerker sind da angesiedelt worden. Das heißt, die haben sich wohl intern da geeinigt, wer was ist. Das Ganze ging auf die Tatsache zurück, dass der damalige Nationalpräses, der Klaus Brandreuther, gleichzeitig Benediktiner war und gleichzeitig auch Pfarrer von St. Benedikt. Und von daher war das ein bisschen miteinander verwoben, aber inzwischen ist das wohl auch sauber voneinander getrennt worden. Nö, also ich denke mal, das beste Beispiel ist ja bei uns in Deutschland, wenn man sieht, da wurden ja die Bildungswerke wurden in den 70er Jahren gegründet, um die damals beginnende Jugendarbeitslosigkeit abzufedern, um benachteiligten Jugendlichen damals hauptsächlich den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Und ich denke mir, dass damals wohl auch sehr viele der Leute, die da hingegangen sind, sagen wir mal aus dem eigenen Umfeld kommen sind, also aus dem, ich nenne es jetzt mal katholischen Umfeld. Inzwischen ist es aber so, dass also quasi alle Religionen, alle sozialen Schichten, alle Nationalitäten da vertreten sind. Also das ist eine Sache, die sich eigentlich von selbst entwickelt hat. Ja gut, angefangen hat es vor Ort einfach Jugendarbeit, Gruppenarbeit und es war halt Kolbing, das da war. Und ich sag mal, Kolbing hat halt den Vorteil, dass es nach der Jugendarbeit diesen Erwachsenenverband gibt. Weil viele Jugendverbände, da ist halt irgendwann dann Schluss mit 18, 20 und da ist kein Erwachsenenverband angeschlossen und bei Kolbing ist das eben. Und damals der Arbeitseinsatz, jetzt um wieder auf Kenia zu kommen, war eben von der Jugend aus organisiert. Und diese Partnerschaft mit Kolbing Kenia, die hat die Jugend eigentlich eingebracht bei Kolbing Würzburg, auch in den Gesamtverband, sodass mittlerweile eben der Gesamtverband Kolbing Würzburg eine Partnerschaft mit dem Kolbingwerk Kenia hat. Okay, also das hat sich dann im Verlauf dann schon Entwickelt im auch. Verlauf der Sache einfach hat dann der Gesamtverband gesagt, okay,
wir übernehmen das, das ist sinnvoll, das funktioniert. Ja. Also wir haben es natürlich eingebracht, auch so als offiziellen Antrag, eine Partnerschaft mit Kenia zu beginnen oder ja, also es gab vorher schon Partnerschaften oder auch Zusammenarbeiten mit anderen Ländern, aber es wurde dann offiziell beschlossen, dass mit Kenia auch eine Partnerschaft eingegangen wird. Also grundsätzlich versteht sich das Goldwinwerk Würzburg als Partner. Das heißt, wir sind im Prinzip dem Goldwinwerk Kenia einfach nur, wir stehen in Mitrano da zur Seite, aber ineffektiv, wir haben keinerlei Einfluss auf Kenia. Also wir haben mittelbar Einfluss, indem wir natürlich sagen können, dass wir das eine oder andere Projekt für gut halten oder für nicht gut halten und dann darüber in Dialog mit unserem Partner kommen. Und ich meine, wir müssen natürlich auch nicht alles mitmachen, was die uns vorgeben. Umgekehrt dann auch wieder die Seite der Partnerschaft. Aber die Gründung des Kolbingwerks Würzburg, Kenia und die, ich sage jetzt mal, die eigentliche Anführungszeichen Abhängigkeit besteht also zwischen dem Kolbingwerk in Kenia und dem internationalen Kolbingwerk in Köln. Das Kolbingwerk ist eines der wenigen Verbände, die von der UNO als so sinnvoll angesehen werden, die Verbandsstruktur, dass die auch von der UNO mit unterstützt wird. Der Aufbau der Verbandsstruktur und eben auch zum Beispiel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wird dieser Aufbau der Strukturen mit unterstützt. Und im Prinzip gab es das Kolbingwerk Kenia schon 10, 12 Jahre, bevor wir das erste Mal da unten waren. Das sind meistens Gründungen durch, in dem Fall war es jetzt durch einen Pater in Kisumu und durch den Pater Klaus in Nairobi. Das heißt, die Idee von außen irgendwo mit eingebracht haben, berichtigen, der Pater Klaus war der Elmar Hausmann, also ein Entwicklungshelfer, der da in Kenia war, die Idee von außen mit reinbringen, die das in einer kleinen Gruppe da machen. Und der Elmar Hausmann hatte damals zum Beispiel ein Wasserprojekt in Kilimambogo gemacht, hat da verschiedene Zisternen angelegt, hat den nahen Fluss da angezapft, hat da verschiedene Quellen gefasst, um da eben in Kilimambogo Felder bewässern zu können und aber auch Mensch und Tier quasi mit Wasser zu versorgen. Und das hat dann zu einem, es gab dann kurz darauf eine Trockenheit da, und da hatte dann auch der kenianische Rundfunk darüber berichtet, dass die da eben jetzt so gut durch diese Trockenheit durchkommen sind, aufgrund dieser Aktionen, die da gemacht haben in der Kolbingsfamilie. Und das hat dann dazu geführt, dass sich da auch mehr Leute dann für diese Idee interessiert haben. Das heißt, normal läuft es so ab, irgendeiner bringt die Idee rein. Es sind in vielen Fällen Missionare, das sind Leute, die bei uns studiert haben, das sind Leute, die irgendwie mit dem Kolbingwerk in Verbindung gekommen sind, halten die Ziele für ihr Land umsetzbar und richtig und fangen dann klein an. Und ab einer gewissen Anzahl an Kolbingsfamilien kann man dann einen Nationalverband gründen. Und das wird dann von der UNO auch unterstützt, wenn man das dann... Wird von der UNO unterstützt, wird von wie gesagt, die meisten Kosten in den ersten 30 Jahren hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit getragen. Es sieht jetzt so aus, dass die Förderung in Kenia derzeit ausläuft. Das heißt, diese Anschubfinanzierung ist jetzt ziemlich vorbei und es wird sich jetzt quasi erweisen müssen,
inwieweit die ja, in den guten Zeiten, Anführungsstrichen gute Zeiten, so viele Projekte und so viele, ich sag's jetzt mal, Milchkühe sich zugelegt haben, dass sie jetzt auch überleben können. Aber momentan sind wir relativ zuversichtlich, das ist der Backen. Es wird aber mit Sicherheit nötig sein, und da kommen wir jetzt wieder als Partner ins Spiel, es wird mit Sicherheit nötig sein, dass wir da an der einen oder anderen Stelle schon nochmal eingreifen und irgendwas, ja, finanzieren müssen, was anschieben müssen, ein bisschen unterstützen müssen. Aber ich denke, zumindest die laufenden Kosten werden die inzwischen selbst tragen können. Also die eigentliche, sage ich mal, die eigentliche Grundstruktur ist die Kolbingsfamilie. Kolbingsfamilie ist das, was man bei einem anderen Verein als Ortsverband, Ortsverein bezeichnen würde. Das heißt, in dem organisieren sich alle Altersgruppen und alle fachspezifischen Bereiche auf Ebene einer Gemeinde. Da Kolbing katholisch angelegt ist, meistens auf Pfarrgemeindeebene, manchmal allerdings auch auf politischen Gemeindeebenen. Und als zweites wird man als Kolbing-Mitglied, also zumindest ist das hier in Deutschland so, wenn ich Kolbing-Mitglied werde, werde ich gleichzeitig Mitglied in der Kolbings-Familie und im Bundesverband. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Verbände hier auf, oder die zwei wichtigsten Ebenen in Deutschland. Und zwischendrin gibt es dann noch verschiedene Untergruppierungen, also einen Bezirk. Im Bezirk tun sich die Kolbingsfamilien auf etwa Landkreisebene bei uns organisieren. Also richtet sich auch wieder nach Dekanaten, katholischen Dekanaten und nicht nach Landkreisen. Aber grob gesagt stimmt es ziemlich mit den Landkreisen überein. Dann gibt es als Besonderheit hier in Würzburg gibt es noch Regionen, das sind mehrere Bezirke. Also insgesamt haben wir hier in Würzburg etwa 100 Kolbingsfamilien. Die sind zusammengefasst in 11 Bezirken. Diese 11 Bezirke sind mit den 4 Regionen zusammengefasst. Die bilden dann den Diözesanverband. Also angeglichen an die katholische Diözese, und insgesamt die Diözesanverbände sind im Prinzip die Vertretung, also der eigentliche Gedanke dahinter ist, Kolbingsfamilien vertreten sich im Bezirk und im Diözesanverband, und der Diözesanverband vertritt dann die Kolbingsfamilien dieser Region auf der Bundesebene. Das hat also rein, ist eine demokratische Struktur einfach. Aber ist jetzt nicht so, also wir arbeiten nach einem subsidiären Prinzip. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, also weiß ich, die Bundesebene gibt irgendwelche Anweisungen an den Diözesanverband, oder der Diözesanverband kann Anweisungen an die Kolbingsfamilien geben. Wir versuchen natürlich schon, den einen oder anderen Impuls zu geben als Diözesanverbandsebene, aber ob der so angenommen wird oder nicht, ist im Prinzip doch sehr von der einzelnen Kolbingsfamilie abhängig. Man versucht das natürlich, indem man vorher auch über so einen Antrag dazu stellt, einfach mal überprüft, was ist da überhaupt so an Meinung im Diözesanverband oder auf den Kolbingsfamilien da, aber ja. Also wenn kein Geld oder wenn es nicht um Geldmittel geht, können die Kolbingsfamilien mit ihren eigenen Mitteln haushalten, wie sie das für richtig halten. Kolbingsfamilien sind grundsätzlich erstmal frei. Genau. Das heißt, die Kolbingsfamilie muss sich an bestimmte Grundlinien halten. Da gibt es also eine Satzung. Diese Satzung der Kolbingsfamilie muss durch den Bundesverband
genehmigt sein. Und der Bundesverband ist im Prinzip wieder ans internationale Werk auch angebunden. Das heißt, es gibt ein paar rote Linien. Das dürfen wir machen, das dürfen wir nicht machen. Und letztlich, was du innerhalb dieser roten Linien machst, ist der einzelnen Kolbingsfamilie selbst überlassen. Die Idee hinter unserem Verband ist natürlich, oder ich sag mal, der Vorteil an so einer weltweiten Gemeinschaft ist natürlich, dass du gewisse Dinge, nennen wir es mal, international machst, dass du einen gewissen Wiedererkennungswert hast international, das heißt, dass du ja, dass verschiedene Sachen, wenn wir in Kenia sind, es gibt verschiedene Dinge, die da weißt du auch in Kenia, wie es läuft, weil es ähnlich ist wie bei uns. Also so dieser demokratische Aufbau zum Beispiel, die Strukturen, die sind quasi weltweit gleich. Aber eine Kolbingsfamilie in Kenia hat zum Beispiel von ihrem Aufgabengebiet oder von dem, was sie tun, tatsächlich umsetzen, natürlich ein ganz anderes Programm wie jetzt eine Kolbingsfamilie in Deutschland. Aber die Struktur ist in jedem Land sozusagen. Genau. Das gleiche System. Ist dann nicht irgendwie gesagt, okay, das sind eher Länder, wo wir strukturelle Hilfe auch leisten, da bauen wir es ein bisschen anders auf, sondern es ist die Eigenverantwortlichkeit der Leute, die da zusammenarbeiten, steht schon im Vordergrund. Genau. Ich meine, es gibt natürlich noch das Leitbild des Kolbingwerkes, also so dieser Leitfaden oder rote Faden, wie du gesagt hast, der eigentlich auch überall gleich ist. Im Wesentlichen, ja. Sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hier in Bayern haben zum Beispiel, sind relativ gut unterstützt von der Kirche, von der Amtskirche. Das heißt, die Diözesanverbände in Bayern werden zum Beispiel auch mit Personal unterstützt. Also wir haben einen freigestellten Präses, wir haben eine Jugendreferentin halbe Stelle, wir haben einen Referenten Vollzeitstelle, wir haben verschiedene andere Sekretärinnen und so, die quasi von der Diözese bezahlt werden. Also von daher wird unsere Arbeit hier in Bayern relativ gut unterstützt. Ich weiß, dass es nicht in allen Diözesanverbänden so ist. Also ich weiß zum Beispiel Hamburg, die sind da, ich glaube, die haben alles in allem eine halbe Stelle. Das hängt also auch sehr stark davon ab, wie weit sich die Diözese vielleicht aus so einem Verband auch, sagen wir mal, positives Image, positive Entwicklung für sich, für die katholische Kirche verspricht. In Kenia habe ich den Eindruck, dass die Verquickung von katholischer Kirche und Verband zum Beispiel sehr viel stärker ist wie bei uns. Also weil da sehr viele Dinge unter der Überschrift Kirche laufen. Ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland gemacht haben. Also wenn man sieht, vor, sag jetzt mal 30, 40 Jahren, war es eigentlich noch schwer vorstellbar, dass du ein Vorstandsmitglied aus dem evangelischen Bereich hast. Das ist inzwischen keinerlei Tabu mehr. Und ich denke mal, in der Beziehung haben wir uns da inzwischen sehr weit geöffnet. In Kenia habe ich den Eindruck, wäre das momentan noch unmöglich. Also da ist es schon noch, das Kolbingwerk schon noch sehr katholisch geprägt. Also ich denke mal, es hat mit Sicherheit Vorteile, wenn du ja, aus einem ähnlichen
ich nenne es jetzt mal, aus einem ähnlichen Werteumfeld kommst. Ich würde es jetzt mal nicht als Glauben, ich würde es jetzt mal als aus der christlichen Philosophie raus einfach kommst. Das heißt, dass du, ich sage jetzt mal das Thema Nächstenliebe, also einfach der Versuch, Dinge für den Menschen, für den Mitmenschen auch zu ändern, zu erleichtern, nicht immer nur an sich denken und so, das sind ja eigentlich Dinge, die aus der christlichen Philosophie rauskommen. Und ich denke, es ist dann schon ganz günstig, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wo du zumindest mal den, nennen wir es mal den Anfangsverdacht hast, dass die aus einem ähnlichen Wertekanon heraus handeln. Ob das dann immer so ist in der Praxis, da haben wir auch schon so unsere Erfahrungen gemacht, dass dem nicht immer so ist. Aber ich denke mal, das ist wie hier bei uns auch. Also nicht jeder, der katholisch oder nicht jeder, der christlich ist, handelt auch entsprechend. Das ist ganz normal. Ich denke mir, gerade zum Start ist es einfacher, weil wir uns ja an eine bestehende Struktur irgendwo auch hinhängen. Das heißt, das Kolbingwerk in Kenia ist ja auch wieder an die kirchliche Struktur angebunden. Und das Kolbingwerk in Kenia hat dadurch, dass es eben auch in jeder Kolbingsfamilie hat der Präses ein gewichtiges Wort mit. Das heißt, wenn du ein Kolbingwerk hast, das vom Ortsbischof und von der Bischofskonferenz unterstützt wird, hast du natürlich auch Zugriff auf hauptamtliche Unterstützung durch den jeweiligen Pfarrer. Und sehr viele Pfarrer nutzen das auch aus, um ihre eigene Kolbingsfamilie in die Richtung weiterzubringen. Also von daher, ich denke mir, für den Staat ist es sehr nützlich, diese Struktur, die wir haben. Aber ich denke, das ist also eine Struktur, über die man irgendwann rauswächst. Das heißt, das Kolbingwerk ist nicht grundsätzlich dafür gedacht, dass es immer irgendwo nur im katholischen Umfeld wächst und gedeiht, sondern das ist einfach eine Geschichte, die meiner Meinung nach aus der katholischen oder aus der kirchlichen Struktur rauskommt und da für den Staat auch gut aufgehoben ist. Aber meiner Meinung nach muss das Ziel sein, da rauszuwachsen. Die Idee hinter dem Ganzen ist ja eigentlich, so interpretiere ich zumindest die Ideen Kolbings. Das hat übrigens auch der Bundespräsident letztes Jahr auf dem Festtag gesagt, fand ich eine sehr gute Analyse. Kolbing hat sich bewusst nicht die Ärmsten rausgesucht, sondern der hat die Leute rausgesucht, von denen er den Eindruck hat, dass die das Potenzial haben, dass sie sich selbst verändern können und dadurch dann auch die Gesellschaft verändern können. Das heißt, dass er auf die Leute zugeht, die gewillt sind, zu arbeiten, sich zu bilden, sich irgendwo ein besseres Leben, ein besseres Umfeld zu schaffen. Und dadurch dann aber auch eine Entwicklung in Gang zu bringen, die dazu führt, dass am Schluss eben eine Gemeinde, ein größeres politisches Umfeld weiterkommt. Man sieht es ja in der Praxis, im Prinzip die Stärksten, oder da, wo das Kolbingwerk in Kenia am stärksten ist, das sind die Gegenden, in denen einfach die Katholiken in der Überzahl sind. Und das ist, also ich sag mal, der Großraum Nairobi, der Großraum Kisumu und der Großraum Nyeri, die sehr starke Katholikenbevölkerung haben. Es gibt auch im Großraum Mombasa einige Kolbingsfamilien. Das sind aber in 90% der Fälle
Gründungen von Leuten, die aus den ersten drei Räumen kommen, die dann irgendwann aufgrund der Tourismus und aufgrund ihrer der Arbeitsplätze da am Indischen Ozean nach in den Großraum Mombasa gezogen sind und da einfach diese Idee mitgenommen haben. Ich denke, gerade diese Kolbingsfamilien werden dann die sein, die irgendwann dann auch sagen, okay, bis dahin ist alles katholisch. Das heißt, diesen Teil unseres Vereinslebens werden wir für intern für Mitglieder, für Katholiken machen und diesen Teil, Bildungsveranstaltung, was auch immer, öffnen wir dann auch für unsere Nachbarn und über kurz oder lang werden dann auch, denke ich mir, Nicht-Katholiken da Mitglied werden. Das ist eine Entwicklung, die aber, ja, die angestoßen wird, aber die mit Sicherheit noch Jahre dauern wird. Momentan, sagen wir mal, ist das Ganze auch noch, habe ich den Eindruck, in Kenia ein bisschen so ein Identifikationsgeschichte. Das heißt, wenn ich bei Kolbing bin, dann zeige ich damit auch, okay, ich bin jetzt Christ. Also da am Meer. Aber wie gesagt, also wenn ich die Entwicklung hier in Deutschland sehe, auf der vorletzten Bundesversammlung wurde zum Beispiel offiziell, es gab also früher einen klaren Ausschluss, dass du also Katholik oder dass du Katholik sein musst oder dass du christlichen Glauben sein musst, wenn du Mitglied werden willst. Und das ist jetzt in der neuesten Bundessatzung so nicht mehr festgeschrieben. Das heißt, diese Sache wird sich halt über die Jahre wegöffnen. Das ist keine Entwicklung, die von heute auf morgen geht. Und es muss dann auch aus der Struktur kommen. Problematisch ist es natürlich, wenn ich aus einem Wertegebiet oder aus einem Werte, wenn ich mit anderen Grundwerten da reinkomme. Weil auch wenn wir jetzt nicht sagen, du musst unbedingt katholisch sein oder du musst unbedingt christlichen Glauben haben, aber halt sehr viel dieser Grundwerte basieren halt auf dem christlichen Glauben. Das heißt, wenn ich nicht, sagen wir mal, den Armen als meinen Bruder ansehe oder als meinen, oder wenn ich da nicht eine gewisse Verantwortung für fühle oder wenn ich, ja, dann denke ich mir, habe ich ein Problem, mich in diese, ja, in diesen Verband dann auch reinzufinden. Oder jetzt zum Beispiel, am Beispiel Entwicklungsarbeit. Wenn ich sage, das ist mir wurscht, Hauptsache. Also, das muss man schon noch sagen, das ist gerade in einem Land wie Kenia auch, ich nenne es jetzt mal, ein Lernort für Demokratie. Also wir haben ja jetzt in den letzten 25 Jahren schon des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass gerade ich nenne es jetzt mal Amtskirche, und da wir jetzt wieder ein spezieller Bischof haben da versucht, sehr stark Einfluss aufs Kolbingwerk zu nehmen. Und wenn die da mit aller Macht reingehen, dann hast du schon einen schweren Stand. Das heißt, das ist also was, wo nicht 100% funktioniert. Ich denke aber, es ist eine gute Möglichkeit, solche demokratischen Prozesse auch, ja, für die Bevölkerung begreifbarer und ja, erfahrbarer zu machen. Wenn man die demokratische, Kenia ist eine Demokratie, offiziell, aber wenn man sieht, mit welchen, ja, wie brüchig das Ganze da unten nach wie vor ist, das also, ja,
Dinge entschieden werden unter Druck, dass Dinge entschieden werden nach Stammeszugehörigkeit, dass Dinge entschieden werden nach, ja. Also es ist eine sehr, es ist eine Demokratie im Aufbau. Und ich denke, die demokratische Struktur des Kolbingwerks hat genauso ihre Tücken hier unten. Also wie gesagt, wir haben im speziellen Fall am Einfluss eines einzelnen hochstehenden Bischofs in Kenia gemerkt, der also im Nationalverband Leute massiv unter Druck gesetzt hat, dass eben bestimmte Leute gewählt waren, die ihm ja willige Ausführungsgehilfen waren. Und es ist dann sehr schwer, da Einfluss drauf zu nehmen. Weil für uns gilt natürlich, und auch für das internationale Kolbingwerk, gilt natürlich auch das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, wenn die sich jemanden wählen, dann wählen sich die den halt. Ob uns das jetzt passt oder nicht. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wir unseren Spendern gegenüber natürlich auch eine gewisse Verantwortung haben. Das heißt, wir müssen natürlich auch sagen, Freunde, das ist zwar schön, dass ihr den wählt, aber ich traue dem nicht. Und da, das ist also schon eine heikle Geschichte manchmal. Das heißt, wir müssen dann wieder Strukturen einführen, oder wir mussten dann Strukturen halt einfach einführen, wo man sagt, unabhängig davon, ob ich dem traue oder nicht, wenn ich es über diese Struktur laufen lasse, dann kann ich halbwegs sicher sein, dass die Kohle da ankommt, wo sie auch ankommen sollte. Und von daher, das sind alles Prozesse, die wir halt ja über Jahre gemacht haben und wo du immer einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, dann mal wieder drei Schritte vor gehst. Also wir werden da einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Ja, ich denke, das ist einfach auch durch den kulturellen, durch die kulturellen Unterschiede und eben ja dieses Stammesdenken, dass eben ja es ein Stammesoberhaupt gibt, auch in der Familie ein Oberhaupt, in der Regel der Mann eben. Und dadurch einfach auch begründet, kulturell begründet. Und das, denke ich, braucht auch einfach seine Zeit. Ich denke, Deutschland war auch nicht von Anfang an und sofort demokratisch, hat auch seine Erfahrungen sammeln müssen oder lernen müssen, bis es soweit dann war. Ich denke, es ist eine Entwicklung da. Es ist im Moment auch schon so, dass, ich sag mal, wenn die Frauen nicht wären, dass viele Kolbing-Familien oder viele Projekte einfach scheitern würden oder einfach zusammenbrechen würden. Ne? Weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Frauen irgendwo, auch die sind, ja, die für den Zusammenhalt da sind, die Familie zusammenhalten, die ja auch das Geld zusammenhalten. Aber ja, einfach auch durch diese kulturellen Hintergründe einfach, ja, es oft noch nicht so weit ist, dass Frauen eben schon das große Mitspracherecht haben. Aber ich glaube, da ist was auf dem Weg. Also viele Organisatoren zum Beispiel oder Organisationen, sagen wir mal so, die wenden sich ganz bewusst an die Frauen, weil sie wissen, da können sie was erreichen oder eher was erreichen als bei den Männern. Zum Beispiel Thema AIDS oder so, wo man ganz bewusst an die Frauen rangeht oder versucht, die Frauen zu schulen oder ja, oder über die Frauen einfach versucht, da was in Bewegung zu setzen.
Beispiel, das sind die Sachen, oder wo ich vorhin gesagt habe, das sind Grundlinien. Das heißt, der demokratische Aufbau ist zum Beispiel eine der Grundlinien. Es sind verschiedene Grundlinien da, die gelten also bei Kolbing Südafrika, die gelten bei Kolbing Brasilien und die gelten bei Kolbing Deutschland. Dieser demokratische Aufbau ist zum Beispiel einer davon. Wer kontrolliert das? Das internationale Kolbingwerk. Schicken die dann auch Leute runter, die sagen, okay, wie Genau. ging die Wahl? Wer Mhm. hat da. Genau. Genau, so als Beobachter oder Wahlbeobachter sind da immer Leute Genau. dabei. Und um eben die Struktur anzusprechen, ist eben festgelegt in der Satzung, dass eben es auch eine Frauenbeauftragte gibt oder immer männlich-weiblich Also, die Positionen zu besetzen sind. es muss im Prinzip, es muss wieder in jedem Nationalverband, muss wieder die zwei Grundstrukturen müssen da sein. Das eine ist die Kolbingsfamilie mit einer gewissen Satzung und das zweite ist die Bundes- oder die Nationalversammlung mit einer gewissen Satzung. Die Strukturen zwischendrin, die sind sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie die jeweiligen Nationalverbände auch aufgestellt sind. Es macht zum Beispiel in Kenia keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie viele Diözesen, die haben 25, 26, 27 Diözesanverbände zu machen, wenn sich alle Kolbingsfamilien nur in sechs Diözesanverbänden befinden. Also von daher, die haben da schon zwischendrin ihre anderen Unterstrukturen, wie sich quasi der Wille der einzelnen Kolbingsfamilie bis zum Nationalverband durchsetzt. Das ist abhängig vom jeweiligen Nationalverband und vom Aufbau. Aber es muss klar sein, die Kolbingsfamilie entsendet ihre Beauftragten, ihre Gewählten Delegierten. Vertreter. Ihre Delegierten, das war das Wort, das ich gesucht habe, ihre Delegierten zu irgendeiner Versammlung und dort werden Leute gewählt, die wieder so und so viele Kolbingsfamilien beim Nationalverband zu dieser Wahl vertreten. Weil diese zwei Ebenen, die sind quasi in jedem Nationalverband gleich. Das heißt, es gibt einen Nationalverband ab 10 Kolbingsfamilien, wenn dieser gegründet ist, und es gibt die Kolbingsfamilie. Und für diese zwei Verbände gibt es auch eine Rahmensatzung. Und da sind eben mal so grundsätzliche Dinge drin festgelegt. Wie gesagt, da muss man jetzt wieder dazu sagen, dass wir ja eigentlich nur die, also in Anführungszeichen Partner. nur die Partner sind. Das heißt, der eigentliche Anführungszeichen Kontrolle wieder erfolgt ja nicht durch uns, sondern durchs internationale Kolbingwerk. Das heißt, das internationale Kolbingwerk überprüft quasi den vernünftigen Einsatz der Mittel, die vom BMZ, die von Spendern, die von zum Beispiel auch von uns für irgendwelche Zwecke dahin gebracht werden. Und die erstatten dann einfach nur Bericht, falls irgendwas schief laufen sollte oder versuchen es mit den Leuten da unten vor Ort zu besprechen. Das internationale Kolbingwerk hat für den Bereich Afrika einen Hauptamtlichen und dieser ist mehrmals im Jahr im Bereich Afrika unterwegs und macht da auch mal ein, zwei Tage Halt in Kenia. Das heißt, über diese Schiene ist also tatsächlich auch ein laufender Besuch gegeben. Für uns hier in Würzburg ist es so, dass wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht, dass wir Leute quasi auf Spendenkosten herunterschicken. Für uns ist es hier wichtiger, dass wir sagen, okay, wir machen zum Beispiel, du warst ja selber auf so einer Reise dabei, wir machen ab und zu mal so eine Reise. Bei dieser Reise nehmen dann halt Leute Teile aus unserem Arbeitskreis, die dann auch die Aufgabe haben, da unten
mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Wir schauen da bei verschiedenen Kolbingsfamilien vorbei. Wir fotografieren da Dinge, die unterstützt worden sind. Wir sammeln da ja, Meinungen, wir sammeln Entwicklungen und geben die wieder bei uns weiter und verbinden das auch zusammen mit Berichten vom Internationalen Kolbingwerk und tauschen die dann miteinander aus. Und diese Reisen, die werden dann quasi dadurch finanziert, dass die Reiseleitung quasi, also insgesamt haben die ein freies Ticket und das teilen die sich dann halt untereinander auf. Und von daher, also das ist eigentlich das Einzige, was bei uns an, ich sage jetzt mal, an Kosten für diese Reisen, für diese Kontrollen, Austausch, wie auch immer, finanziert wird. Uns ist es aber genauso wichtig, dass wir im Sinne der Partnerschaft auch mal Kenianer zu uns holen. Und das ist also was, wo wir sehr viel mehr Geld reinstecken zum Beispiel. Ich denke, das ist jetzt eine Geschichte, sowohl die Fahrten nach Kenia als auch die Fahrten von Kenia nach Deutschland sind jetzt eine Geschichte, die jetzt nicht sofort in messbaren Erfolg zu messen ist. Also man kann da nicht sagen, okay, die waren jetzt da und gehen runter und arbeiten einfach mal 25% mehr. Aber ich denke, wenn man sowohl bei uns als auch in Kenia, wenn man was erreichen will, muss man erstmal darüber klar sein, wo die Unterschiede in der Denkweise liegen. Und dafür halte ich diese Austausch für enorm wichtig. Man muss erstmal erkennen, was der jeweilige Partner meint, wenn er einen bestimmten Satz sagt. Und wir haben im Laufe der Zeit gelernt, dass eben teilweise schon gewaltige Unterschiede da sind, weil die das halt einfach aus einem anderen Hintergrund raus sagen. Also der kulturelle Anteil, der in Sätze reinfließt, ja, und Sichtweisen auf spezielle Probleme, oder auch, ist sehr groß. Aber oder auch umgekehrt, also nicht nur jetzt wir. Geht in beide Richtungen. In beide Richtungen. Also ich sage jetzt mal, das ist, wenn du aus einem anderen Kulturkreis stammst, allein für uns, ich sage jetzt mal vereinfacht, für uns als Mitteleuropäer war es lebenswichtig, Vorräte anzulegen. Wenn man nicht im Sommer und im Herbst Vorräte angelegt hat, ist man im Winter über verhungert. Ein Kenianer hatte das Problem nie. Im Gegenteil, wenn ein Kenianer Vorräte angelegt hat, sind die kaputt gegangen. Ein Kenianer ist rausgegangen, es war immer irgendwas reif und hat deshalb gegessen. Von daher allein diese Denkweise Vorrat musste er erstmal verinnerlichen. Wir waren da mal mit Kenianern in einer Stadt hier, also in Loa, unterwegs. Und den hat es fasziniert, dass es da Keller gibt, wo der hat gesagt, ja, da sind noch keine Fenster drin, was tut man mit so einem Raum? Da haben wir gesagt, ja, da sind eben die Vorräte früher reingekommen, dass man für den Winter was hat. Das konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Und allein schon mal diese Erkenntnis für den, halt mal, vielleicht müsste man doch mal Vorrat, dass man ein bisschen auf der anderen Seite auch die Erkenntnis für uns. Meine Erfahrung ist zum Beispiel so, während wir ja immer vom schlimmsten Fall ausgehen und immer noch ein bisschen mehr absichern und noch absichern und absichern, also ist es in Kenia doch so, dass man mit sehr viel weniger Absicherung sehr viel fröhlicher ist. Also das ist so ein, ich sage jetzt mal so ein, ja, kultureller Austausch, den ich für einen der wichtigsten Punkte in der ganzen Partnerschaft halte. Also jetzt auch nur auf die Sichtweisen bezogen oder jetzt, was hat es da noch für Ebenen, wenn es jetzt um kulturellen Austausch geht, auch so fruchtbarer Austausch über den tatsächlichen Sinn der hier? Ja, wie gesagt, ich denke mal, die lernen hier heroben bei uns das eine oder andere. Ich finde es zum Beispiel wichtig,
dass die sich da selber umschauen und das eine oder andere hier mitnehmen und vielleicht bei Ihnen unten mit einbauen, und zwar durchaus auch angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten. Und auf der anderen Seite, wir lernen in Kenia auch das eine oder andere und nehmen das mit. Also ich kann sagen, dass meine Begegnung mit Kenia hat mein Leben verändert, zweifelsfrei. Ich sehe jetzt einige Sachen sehr viel gelassener, wo ich früher gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Katastrophe, gehe ich da sehr viel relaxter ran, weil ich mir denke, einfach nur, wenn ich mir nur überlege, was würde jetzt ein Kenianer zu diesem Problem sagen, und dann wird mir auf einmal klar, wie gering das eigentliche Problem ist. Und ich denke mal, dieser Austausch von Denkweisen, von ein Stück weit auch Philosophie, das ist schon enorm wichtig. Also halte ich auch für einen der wichtigsten Punkte jetzt im Laufe unserer Partnerschaft, einfach die persönlichen Begegnungen, wo ich selbst jetzt auch sagen kann, dass das auch mein Denken, mein Handeln schon auch beeinflusst hat. Zum Thema Kommunikation vielleicht nochmal ein bisschen. Das hat sich natürlich auch in den letzten 20, 25 Jahren total gewandelt. Wenn ich überlege, so die ersten Austausche, wenn wir da jemanden erreichen wollten per Telefon, das war abendfüllend oder manchmal tagefüllend, jemanden in Kenia zu erreichen. Und mittlerweile per E-Mail, per Facebook, also wirklich auch die neuen Medien jetzt, Social Media, ganz einfach, da jemanden zu erreichen oder auch schnell mal Kommunikation auszutauschen. Also gerade E-Mail, muss ich sagen, erleichtert sehr, auch wenn wir jetzt mal eine Frage haben, das geht so schnell, dass wir da mittlerweile Antwort auch bekommen, und umgekehrt denke ich auch. Und früher, klar, da hat man einen Brief hingeschickt oder wenn es eilig war, versucht wirklich telefonisch jemanden zu erreichen. Und Fax, gut, ab und an ging man Fax durch, aber also hat wesentlich länger gedauert, die Kommunikation, als jetzt per E-Mail. Gerade in dieser, in der Richtung hat sich also in Kenia, oder für Kenia ist das ganz klar eine super Entwicklung. Weil es war in Kenia einfach niemand da, der diesen enormen Aufwand, Installation von einem Festnetz betreiben wollte. Und es haben sich wohl jetzt einige Betreiber gefunden, die halt mobile Netze aufgebaut haben. Und also in der Beziehung steht uns Kenia nicht viel nach. Also man findet in der ärmsten Hütte inzwischen irgendwo ein Handy. Die haben inzwischen, die nutzen das Handy auch als Zahlungsmittel, das heißt, die haben sehr viel mehr Sachen, die sie da reinpacken, weil sich's einfach als vorteilhaft für sie erwiesen hat. Früher war es so, dass im Prinzip die Leute aus dem Nationalbüro in Kenia, wenn die irgendwas machen wollten, entweder haben sie Glück gehabt, dass irgendeiner von den Leuten aus der Kolvings-Familie in der Schule oder so gearbeitet hat, die vielleicht einen Telefonanschluss hatten, dass sie da mal angerufen haben und gesagt, du hör mal, wie ist denn das? Oder es muss sich halt einer auf sein Motorrad oder auf den Jeep, in den Jeep hocken und musste da mal hinfahren. Und inzwischen geht eben sehr viel übers Handy. Und das ist da unten allgegenwärtig inzwischen. Ist das dann auch nur Handy, also Telekommunikation, oder ist es dann auch Internet? Wie weit seht ihr das so? Also was erstaunlich ist, dass man selbst am flachen Land, selbst in der größten Pampa inzwischen Internetcafé findet. Also ich denke mal, der größte Killer, in Anführungszeichen, für weitere Verbreitung von Internet momentan ist der mangelnde Strom. Das heißt, es gibt also an sehr vielen Stellen keinen Strom. Der verhindert eigentlich, dass sich das weiter ausbreitet.
Es gehen sehr viele Sachen über Notstromaggregate, es gehen sehr viele Sachen über die wenigen Stromanschlüsse in den großen Städten halt. Aber es gibt also inzwischen eine Menge, nenne ich jetzt mal Zentren, also kleinere Dörfer, kleinere Orte, wo es eben so ein Internetcafé gibt. Das heißt, es ist für viele Leute inzwischen möglich, ohne Riesenaufwand auch mal ins Internet zu gehen. Aber Ist es dann dort auch populär? Also kann man jetzt sagen, wenn ich in Kenia eine Kampagne fahren würde, um jetzt genau AIDS, Kenia AIDS, eine Anti-AIDS-Kampagne, würde sowas, kann man da auch sagen, okay, wir würden jetzt das Internet nutzen, weil wir uns davon versprechen, dass es tatsächlich funktioniert? also ich persönlich glaube, dass es fürs flache Land nicht. Noch nicht. Noch nicht. Nee. Also Es es wäre gibt vielleicht eine, ein Teil oder. es gibt eine sehr große Gruppe, die eben so, ich sage jetzt mal, in den großen Städten leben. Also Nairobi, Kisumu, Nyeri, Mombasa. Für die wäre das mit Sicherheit inzwischen eine Möglichkeit. Aber auf dem flachen Land, denke ich mir, käme man zum Beispiel mit irgendwas weiter, dass man eben irgendwie aufs Handy bringen könnte, auf ja, wo man eben denke mal, da müsste man halt mal schauen, was man da in dem Zusammenhang mit so einem Handy treiben könnte. Ich bin mir nicht sicher, wie weit da die Smartphones verbreitet sind da unten. Ich habe den Eindruck, dass es auch nicht so groß. Ich gehe davon aus, dass das noch relativ einfache Handys sind. Und da müsste man dann halt mal schauen, inwieweit da was möglich ist, was weiß ich, über SMS, über irgend sowas. Also da müsste man wirklich sich erstmal genauer mit beschäftigen, habe ich noch nicht getan. Und ich denke, es kommt einfach auch darauf an, auf die Zielgruppe, wen ich ansprechen will. Und das. Wenn ich jetzt an die Jungen ran will, ja, aber gerade die Älteren oder selbst Mittelschicht auf dem Land erreiche ich damit sicherlich nicht, es sei denn, es sind halt jetzt gerade mal Lehrer oder so. Aber. Ich denke mir mal, dass da der Kenianer grundsätzlich nicht anders ist wie bei uns auch. Es gibt Okay. Leute, die können gut mit Kritik umgehen. Es gibt Leute, die können überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Ich denke mal, was kulturell vielleicht besonders ist in Kenia, ist die Herausgehobenheit von Alter. Das heißt, es ist, also in Kenia ist aus der Geschichte raus oder aus der Kultur raus, ein älterer, speziell älterer Mann wird mit sehr viel Ehrerbietung, oder dem wird sehr viel Ehrerbietung entgegengebracht, und da würde auch niemand eine Entscheidung von dem hinterfragen, wie unsinnig die auch ist. Ich denke mal, das ist der einzige Spezialfall, den du in Kenia hast. Aber ich würde es nennen wie bei uns auch. Also es gibt welche, die durchaus in der Lage sind, sich selbst zu hinterfragen, aber es gibt auch eine Menge Leute, die sagen, nö, das weiß ich und Ja, das das kann Einzige hast du aber auch ich. schon gesagt, ist eben das Alter, aber jetzt nicht nur älterer oder älterer Herr oder dieser am See, sondern ich denke auch die Jungen ihren Eltern gegenüber. Das ist schon noch ein ganzes Stück anders als bei uns jetzt. Einfach, da Also sind sie schon noch ein paar Generationen einfach zurück, ne? Also in der Familie würde sich ein Jugendlicher oder ein Kind, denke ich, auch niemals herausnehmen, jetzt den Vater oder die Mutter zu kritisieren. so zu kritisieren. Also, und ich Während denke auf dem Land, im Landbereich noch mal extremer als jetzt vielleicht in der Stadt. ich denke, wenn man die Entwicklung, wenn man so Berichte am Fernsehen sieht, wenn man die Entwicklung in Kenia verfolgt, ist, dass die Jugend da unten oder nachdem die Länder ja immer jünger werden, im Gegensatz zu uns, ist da eine Entwicklung im Gange. Das heißt,
Die Jugend ist inzwischen so weit, dass sie einfach ihre neuen Ideen einbringen wollen und dass sie das auch tun und dass sie das auch artikulieren können. Und ich denke, da ist zum Beispiel das Kolvingwerk auch ein guter Platz, wo die sowas ausprobieren können. Also es gibt inzwischen auch ein paar Kolvingsfamilien mit halbwegs vernünftiger Jugendarbeit in Kenia. Aber das ist eine Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen. Und dieses Altersdenken, diese, ja, es gibt es ja auch bei uns. Es gab es vor allen Dingen früher auch bei uns. Ich finde, das ist einer der Vorteile, den du bei Kolbing hast. Wenn du so einen altersübergreifenden Verband hast, ich sage immer, die Jugend sind die bereit ist, mal einen Zopf abzuschneiden, die mal ja, einen neuen Weg geht, die neue Ideen einbringt, die ja, einfach ja, auch mal neue Sachen angeht. Während so der Vorzug des Alters ist, dass er Erfahrung mitbringen und dass sie zum Zweiten auch die Kraft haben, was länger durchzuhalten. Was ich also bei der Jugend so aus meinen Erfahrungen, das war mehr so, heute ist die Baustelle, morgen die Baustelle, übermorgen die. Und ich denke mir mal, wenn es gelingt, diese zwei Kräfte in einen halbwegs vernünftigen, in ein gutes Gespann zu verwandeln, dann funktioniert so eine Arbeit hervorragend. Also auch in einem Land wie Kenia, wo jetzt ja, die Jungen auch immer mehr werden, entgegen zu unserer Entwicklung. Ja. Okay. Das heißt, dass sie auf der einen Seite quasi neue Ideen einbringen und die dann auch versuchen anzuwenden, dass sie aber auch im Zusammenarbeit mit ihren, sagen wir mal, Erwachsenenverbänden oder mit den älteren Herren der Kolvingsfamilie, Herren und Damen, Kolvingsfamilie, sagen wir mal, akzeptieren, dass halt das eine oder andere nicht funktioniert und dass er auch, sagen wir mal, die dann langfristig auch mal mit einbinden. Und das sind Sachen, wo, ja, da muss man aufeinander hören, da muss man miteinander zusammenarbeiten. Das sind also auch Dinge, die bei uns mal besser, mal schlechter funktionieren, die auf Kolvingsfamilienebene mal besser, mal schlechter funktionieren und auf jeder Ebene. Das hängt auch ein wenig ja, mit der Chemie zusammen, was so im Vorstand ist. Aber grundsätzlich im Optimalfall, wenn diese beiden Gruppen aufeinander hören, ist das eigentlich eine positive Geschichte. Und das ist auch, das ist ein Idealbild, das man zum Beispiel auch in Kenia immer wieder propagiert hat. Also so generationsvertragmäßig so. Also jetzt nicht in dem Sinn, wie wir es sehen, aber ja, so, nein, wir machen eine Abmachung. Ihr habt eure Erfahrung, wir bringen unser. Ja, nur einfach, wenn man das schon mal akzeptiert, dass, ich sag mal, jedes Leben geht nur über Entwicklung. Das heißt, ich kann halt nicht nur hergehen und kann sagen, so wie es jetzt ist, ist gut und alles, was weitergeht, ist schlecht, sondern ich muss halt auch gewisse Entwicklungen aufnehmen, ich muss bereit sein, mich anzupassen. Ich darf aber auf der anderen Seite, ich darf auch nicht hergehen und darf jeden Trend hinterherrennen. Das heißt, ich muss auch sagen, okay, nee, das machen wir jetzt nicht, wir bleiben jetzt lieber mal da drauf. Also das ist immer so ein, ja, so ein Kampf dieser beiden Strömungen miteinander. Der eine, der sagt, jawohl, wir brauchen Entwicklung. Der andere, der aber auch sagt, es ist aber auch wichtig, dass wir unsere Wurzeln noch haben und unsere, ja, unsere festen Standbeine. Mhm. Und ja, das ist... Wie gesagt, das ist eigentlich bei optimaler Ausnutzung und bei optimaler Zusammenstellung ist das der Vorteil des Kolvingwerkes, dass wir eben eine sehr starke und sehr, sehr aktive Kolbing-Jugend haben, die durchaus ihre eigenen
Ideen mit einbringt. Also wir kommen ja beide aus der Jugendarbeit und ich weiß also, dass wir da eine oder andere Aktion in Diözesanverband eingebracht haben, das dann auch der Diözesanverband die teilweise übernommen hat, teilweise wurden sie nochmal wegen an, wurden sie nochmal wegen ja, modifiziert. Aber wir sind natürlich damals auch mit einigen, mit dem einen oder anderen Antrag gescheitert. Aber wie gesagt, es ist aber ich denke, wir haben da an den einen oder anderen Stellen, hat die Goldene Jugend damals gute Entwicklungen ins Rollen gebracht. Und ich sag mal, der Vorteil war halt, wenn man wirklich mal den Erwachsenenverband hinter sich hatte, dann haben wir natürlich schon mehr Lobby einfach gehabt oder mehr Möglichkeiten auch gehabt, das Ziel durchzubringen, ne? Als jetzt, wenn es jetzt nur der Jugendverband gewesen wäre, weil ich denke, Bildungswerk oder der Erwachsenenverband einfach ja, ganz andere Verbindungen, Connections oder Möglichkeiten hatte, die Idee weiterzutragen. Also das Bildungswerk ist inzwischen ein rechtlich gänzlich eigenständiger. Ist im Prinzip nichts anderes wie ein, ja, wie ein Unternehmen, das eben Bildung verkauft. Und das ist aber, ist aus Kolping raus entstanden? Ist in den 70er Jahren aus den Kolpings Diözesen entstanden, mit dem Hintergrund Jugendarbeitslosigkeit, beginnende Jugendarbeitslosigkeit damals. Und ja, um die eben abzumildern, abzufangen. Dann wurde das größer und größer. Dann wurden also verschiedene andere Sachen noch mit reingenommen. Es wurden Dinge mit reingenommen, wie damals die große Aussiedlerwelle aus Osteuropa, wo man also versucht hat, diese Leute mit Sprachkursen zu integrieren, mit verschiedenen Maßnahmen zu integrieren. Dann kamen verschiedene andere, ich sage jetzt mal, Klientel dazu, wo man einfach gesehen hat, da gibt es Benachteiligungen, da wäre es jetzt die Möglichkeit, dass das Kolpingwerk da eingreift. Es ist inzwischen schwierig, denke ich mir mal, für das Bildungswerk da noch seinen eigenen seine eigene Ausrichtung gut rüberzubringen, weil inzwischen in den 70er Jahren war das Kolpingwerk einer der wenigen, die in diese Richtung gearbeitet haben, die da aktiv worden sind. Inzwischen haben sehr viele das auch als Markt einfach erkannt. Das heißt, die stehen inzwischen relativ massiv im Wettbewerb. Und da gibt es also dann immer wieder Dinge, wo man dann halt schon sagen muss, ob das jetzt alles noch so im Sinne des Verbandsgründers war. Also da habe ich schon längere Gespräche mit allen möglichen Leuten aus den Bildungswerken bei uns geführt, wo ich sage, da bin ich über die eine oder andere Entwicklung auch nicht glücklich, wo die dann natürlich auch sagen, ja, letztlich und endlich, wir sind natürlich inzwischen Unternehmen mit, ich weiß nicht, 400, 500 Angestellten, hier in der Diözese Würzburg zum Beispiel, und die müssen natürlich auch, die können ja jetzt nicht sagen, okay, die Maßnahme haben wir jetzt nicht gekriegt, also stellen wir 200 Leute ein und übernächste Woche kriegen wir wieder irgendeine Maßnahme, dann tun wir wieder 200 Leute einstellen. Also es ist schwierig da den Grundwerten immer treu zu bleiben. Also, aber das Bildungswerk an sich operiert jetzt auch nur in Deutschland. Die Bildungstätigkeit in Kenia ist immer noch von Kolping. Es gibt inzwischen, gibt es zum Beispiel in Rumänien, gibt es auch so ein Bildungswerk, das von verschiedenen deutschen Bildungswerken jetzt wieder gegründet und wurde und unterstützt wird. Das heißt, auch da versucht man über so die Gründung von einem eigenen Wirtschaftsunternehmen, das eben
jetzt wieder gemeinnützige Ziele verfolgt, versucht man da auch wieder berufliche Bildung, also das Bildungswerk macht ja auch berufliche Bildung, im Gegensatz zu dem, was Kolbingwerk allgemein macht. Wir haben also unseren Spektrum sehr viel weiter, während sich das Berufs- oder das Bildungswerk also zu 99% eigentlich auf die berufliche Bildung konzentriert. Und in der Beziehung auch inzwischen zu fast 100% über staatliche Stellen wieder sich finanziert. Und Das die heißt, die bekommen dann halt für irgendeine Maßnahme für Langzeitarbeitslose, bekommen die dann pro Nase so und so viel und sollen dann eben dafür diese Bildung ermöglichen. Also das sind dann viele Sachen, wo es dann sogenannte Projekte gibt. Und in diesem Projekt wird halt ein, zwei Mann angestellt und das wird dann im Normalfall von irgendeinem Spendengeber dann unterstützt. Also wie gesagt, das Kolbingwerk in Würzburg hat ja da verschiedene so Projekte am Laufen. Die Österreicher haben zum Beispiel das Bildungsprojekt in Kilimambogo am Laufen. Die Benediktiner hatten dieses VDBC. Also da gibt es verschiedene Projekte, die werden dann von außen finanziert. Ich sage jetzt mal, wenn das jetzt irgendwann mal 50, 70, 90, 100 werden, dann wäre da auch wieder drüber nachzudenken, ob man sowas dann in irgendeiner extra Gruppe bündelt, sage ich mal. Ich persönlich schätze es so ein, dass es schon noch höher angesehen ist oder dass sie da ihre Hauptnachrichten hernehmen, einmal Zeitung oder auch Fernsehen, ne? Weil das sieht man eben auch, dass so an jeder Ecke oder jetzt im Guesthouse oder Hotel hat man irgendwo immer eine Ecke, wo eben Fernsehen mit KTN oder Nachrichten läuft und eben die Zeitung. Denn das ist auch die Hauptinformationsquelle. Also es ist jetzt nicht schon irgendwie das Internet, das dann irgendwie die versuchen darüber, also es ist noch so klassische Medien, Zeitungen, Fernsehen, dann auch Staatsfunk. Für die Leute, die sich überhaupt interessieren, muss man dazu sagen. Also ich denke, gerade auf dem Dorf ist da noch sehr viel. Also ich bezweifle, dass die Zeitungen bekommen. Ich denke, in vielen Fällen ist es da einfach Fernsehen, dass irgendeiner Fernsehen hat, dass sie da mal Nachrichten sehen oder über Radios, dass sie Nachrichten hören. Also ich denke, die beziehen da noch sehr viel mehr. Also gerade in journalistischer Hinsicht oder in Medienhinsicht, denke ich mal, hat Kenia eigentlich in den letzten 20 Jahren eine gute Entwicklung gemacht. Unter dem Präsidenten Moi, der bis vor 12 Jahren, 15 Jahren Präsident in Kenia war, der hatte also ein Einparteiensystem, wo also noch die Medien sehr stark, wenn wir es mal beeinflusst wurden, dass er auch das schreiben, was er gern hätte. Hat sich also inzwischen doch eine Kultur rausentwickelt, dass die auch sehr, ja, sehr Mal, also kritisch kritisch auch berichten. mal gerade Regierungsdinge auch hinterfragen. Also ich habe inzwischen den Eindruck, von den Berichten, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, oder von den Zeitungen oder was ich auch von den Kenianern höre, dass da inzwischen sehr viel ja auch kritisch hinterfragt wird, was es also unter Moi damals noch nicht gab, was auch unter dem Nachfolgepräsident Kibaki die ersten Jahre schwierig war. Also in der Beziehung sind da einige Sachen inzwischen ein wenig aufgebrochen. Hängt auch mit zusammen, dass ich glaube, der Mittelstand in den großen Städten
inzwischen ein wenig gewachsen ist und der da auch einen gewissen Druck aufgebaut hat, dass er auch unabhängige Informationen haben wollen. Letztlich und endlich der Vorteil und der Nachteil bei jedem ehrenamtlichen Projekt oder jedem Projekt, das hauptsächlich von Ehrenamtlichen geschützt wird, ist, es steht und fällt natürlich mit den Leuten. Und es wird mit Sicherheit immer so sein, dass du mal bessere Leute dran hast, die die Sache voranbringen und die es zügig weiterbringen, und es wird auch mal so sein, dass du mal, nennen wir es mal, ja, ich will nicht Unfähige sagen, aber Leute, die eben nicht so gut das Ganze rüberbringen, und das wird dann auch mal ein bisschen das Ganze wegen einbremsen. Aber ich denke mal, auf Dauer ist das die beste Möglichkeit, da unten eine möglichst breite, ich will es jetzt nicht Aufschwung nennen, weil das inflationär gebraucht ist, eine möglichst breite Entwicklung, Fortentwicklung da unten in Gang zu bringen. Das heißt, wenn es auf der Graswurzel mäßig ist, dann ist es genau. Dauerhaft. Alles, was schnell von oben läuft, verläuft sich. So sehe ich das. Also ist jetzt auch ganz persönliche Erfahrung, die wir mit dem Kolpingwerk oder mit unserer Partnerschaft auch erfahren mussten oder gesammelt haben. Das heißt, so auf der Ebene Diözesanverband und Nationalverband haben wir schon einige Krisen jetzt gehabt oder auch, wo es einfach mal eine Zeit der Stagnation gab. Aber auf der Grassroot eben bei den Partnerschaften zwischen den Kolpingsfamilien, die sind eigentlich oder laufen nach wie vor. Ja gut, aber auch da gibt es mal Probleme. Natürlich gibt es da mal Probleme, aber ich sag mal, da haben wir kontinuierlich und auch als es eben da auf der höheren Ebene mal Probleme gab oder stagniert hat, waren wir eigentlich froh, dass wir diese Ebene, Partnerschaftsebene zwischen den Kolpingsfamilien hatten. Dass auch uns hier jetzt die Arbeit im Kenia-Arbeitskreis einfach... Also einfach auch, dass die sozusagen diese kleinteilige, weit verbreitete Organisation einfach auch belastbarer dann dementsprechend ist als die zentralistische Organisation. Und es ist natürlich vermessen jetzt zu denken, dass wir mit unseren paar Kolpingsfamilien in Kenia umkrempeln. Aber ich denke mal, wir schaffen da, nennen wir es mal Kristallisationspunkte oder nennen wir es mal Ideengeber, nennen wir es mal, die einfach versuchen, die Ideen oder so Ideen, die es eben da so gibt, ja auch ans Dorf weiterzugeben, in die Umgebung ausstrahlen. Und ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die man einfach über lange Sicht sehen muss. Ja, in 150 Jahren sind wir schlauer.